Hey Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Teams in FIFA 18. Mauer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe wieder natürlich zahlreich und immer noch zahlreich Einsendungen von euch mit euren Teams. WM-Teams sind noch ein paar am Start. Normale Teams sind noch ein paar am Start. Oder zahlreich am Start. Und ja, ich versuche halt jetzt auch öfters und mehr Teams in den Folgen einzubauen und halt auch öfters Folgen zu bringen, dass ich die Teams einfach abarbeite. Und nicht, dass jemand hier jahrelang oder monatelang, wochenlang, tagelang warten muss auf das Team in einer Folge, Leute. Aber wenn ich mal irgendwas nicht schaffen sollte oder keine Ahnung, Leute, ich habe bereits jetzt hier 20 Screenshots gespeichert. Ne, insgesamt waren es jetzt hier 17, die ich abgespeichert habe, jetzt hier 8 und dann nehme ich gleich im Anschluss noch eine Folge auf, dass die dann morgen kommt oder so oder übermorgen, weiß ich noch nicht. Genau, und ich habe immer noch 220 Screenshots von euch in meinem E-Mail-Postfach. Ich bitte euch, auch wenn ihr eine E-Mail geschickt habt, nicht gleich eine neue zu schicken und nicht 3, 4, 5 E-Mails zu schicken. Leute, das ist für mich nur extra Arbeit, weil ich suche immer den neuesten Screenshot raus und muss dann alle anderen löschen von euch, von der E-Mail. Genau, weil es... Ihr kommt so auch nicht schneller ran, Leute. Genau. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wir kommen zum ersten Team. Das ist ein Team im WM-Modus und ja, hat einen richtig geilen Spieler drin, Leute. Hätte ich auch gerne, aber nicht im WM-Modus, sondern im normalen Modus. R9 als Icon, Leute. Er hat hier einfach Ronaldo als Icon gezogen. Also Respekt hier an dieser Stelle. Und dann hat er noch sein Brasilien-Team, oder er hat das Brasilien-Team erst dann gemacht, als er Ronaldo gezogen hat. Das sieht für mich so nämlich danach aus, weil ansonsten ist das Brasilien-Team jetzt nicht so geil. R9 holte halt schon viel raus. Für die 85er Bewertung kriegst du leider auch nur einen Extrapunkt. Aber alleine aus dem Grund, weil Ronaldo drin steht, natürlich fehlt Neymar, da fehlt ein Thiago Silva, ein Marcelo und so weiter. Dani Alves gibt es vielleicht, glaube ich, auch, obwohl der nicht dabei war. Ich weiß es aber nicht genau, ob Dani Alves im WM-Modus da mit am Start ist. Cassio als Keeper. Also, ich sag mal so, ich gebe dir aufgrund wegen R9 im Sturm, gebe ich dir 3 von 5 Punkten. Und das heißt, du landest insgesamt bei 4 von 10. Ist okay. Wenn man sich so das Team anguckt, eigentlich, ja, Costa ist noch gut da drin, Renato Augusto, Luis Gustavo und dann hört es eigentlich schon wieder fast auf, ne? Die anderen Spieler hier, diesen Luan, wo spielt Luan? Oder Jeromel, der hat mal bei Köln gespielt, das weiß ich. George, ja, also es ist okay. Aufgrund wegen Ronaldo ist das Team halt trotzdem irgendwie geil, Leute. Wir kommen zum zweiten Team der heutigen Folge und das ist ein Team aus dem normalen Modus. Hat eine 100er Bewertung, das heißt, du kriegst die 5 Extrapunkte, aber gerade so, ab 100 heißt 5 Extrapunkte. Also Respekt hier an dieser Stelle, an dich hier. Und er hat dieses Hometown Homies Logo, das sieht auch irgendwie geil aus, muss ich sagen. Das springt mir gleich ins Auge hier. So, dann hat er auf jeden Fall die 3-4-3-Formation. Acosta, Lenz als Kampagnenspieler. Ich muss aber an dieser Stelle dazu sagen, ich bin kein Fan von Kampagnenspielern. Ja, ich weiß, ich habe auch welche drin. Thiago Silva, Ramos hatte ich. Wer ist jetzt rausgeflogen? Thiago Silva ist rausgeflogen für David Luiz. Aber ich finde irgendwie die Spieler, die man so quasi gratis bekommt bei der Kampagne. Klar, die sind stark, die sind richtig stark sogar. Ramos, Thiago Silva, Acosta, Lenz. Ich glaube, Lenz sogar einer der besten rechten Flügelspieler, die es gibt. Aber trotzdem feiere ich die nicht so, muss ich sagen. Aber trotzdem sind es gute Spieler, das weiß ich. Und deswegen gebe ich dir, oder ziehe ich dafür auch keine Punkte ab, sage ich mal so. Harry Kane, Dots, überragend. Marco Reus, in Form, geil. Oder Duellspieler ist das. Fernandinho, Dots, Costa in Form, Quaresma in Form. Piquet, Dots, Courtois, Dots. Also, ich sag mal so, du kriegst auf jeden Fall die 4. Mir fehlt dann nochmal ein richtiger Star, wo ich sage, komm, das sind 5 von 5. Deswegen landest du insgesamt bei 9 von 10. Und 9 von 10 ist einfach heftig. Heftig, muss man einfach sagen. Wir kommen zum dritten Team. Heftig, heftig. So, drittes Team. Holy moly. Es ist mir gar nicht so ins Auge gesprungen, als ich diesen Screenshot gespeichert habe. WTF, er hat den sicherlich gezogen.
Wenn du dieses Video siehst, lieber Teambesitzer von diesem 93er-Team mit Namen Kado, 93er-Bewertung heißt, du kriegst 2 Extrapunkte. Schreib mal bitte unten in die Kommentare, ob du diesen Ronaldo als Prime-Icon, Ronaldinho Gaucho als Prime-Icon, hast du den gezogen? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht genau, weil der war doch sauschwer zu bekommen bei irgendeinem Event. Respekt, also Ronaldinho. Ja, heftig, hätte ich auch gerne in meinem Team, muss ich sagen. Ronaldinho Prime Icon mit diesem Kranz. Oh, das sieht geil aus. Das sieht echt geil aus. Dann hat er noch einen Lukaku, Leroy Sané, Hamdžik, David Silva, Philippe Luis, Mulgui, Jerry Mina, Calabria, Bergwijn und Buffon. Buffon hatte ich ja auch mal. Ich wusste, also ich keine Ahnung, wo der hingekommen ist. Oder, Alter, hat jemand von euch Buffon gesehen? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Ja, also ich muss überlegen, ob ich diesem Team mehr gebe oder genauso viel gebe wie das Team davor. Die Bewertungen von den Spielern sind ja so an sich egal. Es gibt ja einmal die Bewertung von 1 bis 5 für die Teambewertung so an sich, die 93er, dafür hat er ja schon die 2 Punkte bekommen. Und dann noch so das Team, wie es mir so gefällt mit den Spielern und so. Also meiner Meinung nach solltest du Mulgui verbessern, Calabria und Bergwijn. Den Rest finde ich eigentlich so gut von den Spielern an sich her, ne? Ihr habt ja auch gesagt, ich soll ein bisschen so sagen, welche Spieler ich austauschen würde, so ein bisschen Verbesserungsvorschläge mit einbauen und nicht nur so bewerten. Ja, also Mulgui, Calabria und Bergwijn würde ich ersetzen. Genau. Und ich gebe dir dafür die 4. Ronaldinho Prime Icon holt hier so viel raus, Leute. 4. Das heißt, du landest insgesamt bei 6 von 10. 6 von 10. Und jetzt hier auch nochmal der Hinweis, wenn ich euer Team mit 2 von 10 oder 1 von 10 oder sogar 0 von 10 bewerte, heißt es nicht, dass euer Team schlecht ist, sondern das heißt einfach nur, dass ihr vielleicht noch nicht so viel gespielt habt. Deswegen habt ihr nicht so eine hohe Bewertung. Und dass ich da vielleicht ein paar Spieler nicht mag oder einfach nicht geil aussehen im Team oder so, ne? Also nur nochmal hier der Hinweis, wir kommen zum 4. Team. Das ist das Team von 1860 München hier. Oh. 91er Bewertung. Leider nur einen Extrapunkt dafür. Dafür gibt es leider nur einen Extrapunkt. Dieser Malcolm, ist der jetzt nicht irgendwie gewechselt? Malcolm Dotz? Wo ist denn der hingewechselt? Schreibt mal in die Kommentare. Ist der zu den Bayern? Der ist nicht zu den Bayern gegangen, oder? Aber Bayern war, glaube ich, im Gespräch. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, Leute. Transfers habe ich mich jetzt noch nicht so wirklich informiert. Ich informiere mich bloß, ob Plattenhardt noch wechselt oder nicht. Benzema, Ronaldo, De Bruyne, Oxlade-Chamberlain als Champions League Hero Card, sage ich mal. Saul Hernandez, Mulgui auch hier im Team, Ramos und Calabria. Ja, also ich würde Mulgui hier auch ersetzen. Von Malcolm bin ich jetzt auch kein überragender Fan. Saul Hernandez, Calabria, also die Spieler, die mir richtig gut gefallen, sind Ramos, De Bruyne, Chamberlain, Benzema, Ronaldo und Fährmann ist definitiv auch okay. Ja, und dafür kriegst du, ich kann dir auf jeden Fall keine 4 geben für dieses Team, das heißt, du kriegst eine 3 für die 91, das heißt, du landest bei 4 von 10 Punkten. Genau, wir kommen zu einem Nationalteam, 94er Nationalteam, ja, 5 Punkte schon mal sicher, aber ich kann dir für dieses Team keine 5 Punkte geben, weil da fehlt einer. Da fehlt einer im Argentinien-Team. Und ihr wisst doch, wer am Argentinien-Team fehlt. Wenn man Argentinien hat und ja, er hat ein richtig starkes Team so an sich. Fünferkette steht richtig gut mit den Spielern Fazio, Otamendi, Ansaldi. Dann hat er Mercado noch. Dann hat er im Mittelfeld ein Baneda, Gebiglia, im Sturm Agüero und Higu ein. Aber ihr wisst ja, wer fehlt, ne? Messi, Leute, Messi fehlt, das heißt, du kriegst die 4. 4 kann ich dir geben für dieses Team. Hättest du Messi, hättest du definitiv hier die 10 von 10. Aber so landest du bei 9 von 10 für das Argentinien-Team hier. Bam, lieber Dash. So, dann kommen wir zum vorletzten Team der heutigen Episode. Und ich möchte noch eins sagen, Leute. Bei der letzten Folge, ich bewerte eure Teams, dachte ich, dass das Team fake ist, weil unten links in der Ecke so ein YouTube-Zeichen war. Das habt ihr nicht gesehen, das habe ich quasi rausgemacht. Ich hab den Screenshot ein bisschen größer gemacht, weil ich, keine Ahnung, ich habe gedacht, das ist von irgendeinem anderen YouTuber, wenn da so ein YouTube-Zeichen ist. Aber ich glaube, das ist so ein Pop-up, dass YouTube offen war, glaube ich, oder? Ich bin mir halt nicht genau sicher, aber das Team war doch nicht fake.
Also tut mir leid an denjenigen, wo ich es gesagt habe, dass dein Team fake ist. Das sah aber auf jeden Fall richtig stark aus, das Team, muss man ja mal sagen. Das war halt nur mein Fehler, weil ich nicht genau wusste, was das für ein Zeichen ist. Also, aber ich glaube, ich weiß jetzt, was das... Also jetzt habe ich mitbekommen, was das für ein Zeichen ist. So ein kleines Pop-Up-Ding, das habe ich nämlich auch, wenn ich... bei mir sieht es aber komplett anders aus und ich habe es auch ausgestellt. Ich habe das nicht, dass man quasi zwei Apps so gleichzeitig offen haben kann. So, wisst ihr, was ich meine? Genau, auf jeden Fall das Team hier von Gangster, der Gangster. Was mir richtig gut gefällt. Alter, das Team sieht richtig geil aus. Muss man ja mal sagen, ne? Suarez, Werner, Tots Werner, Reus Tots, Goretzka Tots, Nainggolan, Heung-min Son, Shaqiri, Blanc Legende, Thiago Silva und Naldo. Also da kann ich eigentlich fast gar nichts aussetzen. Ich mag alle Spieler finde ich gut. Außer einen, den Keeper. Aber bei der WM hat er auch wieder richtig gut gehalten. Also, ja, also, ich kann da nichts aussetzen, Leute. Ich gebe da für dieses Team sogar eine 5. 5 von 5, 99er Bewertung. Da aber nicht die 5 Punkte, ganz knapp gescheitert. Hättest du die 100er Bewertung, hättest du da auch die 5 Punkte bekommen, hättest du 10 von 10. Aber so hast du 9 von 10, lieber Gangster. Und wir kommen direkt noch zum letzten Team. Und dieses Team, ja, kriegt hier auf jeden Fall die 5 von 5. Meiner Meinung nach, weil er hat hier einen Messi, er hat einen Higuain, er hat einen Di Maria, hat einen Dybala. Definitiv besser als das Argentinien-Team, was wir eben gesehen haben. Jetzt hat man nochmal so den direkten Vergleich Argentinien gegen dieses Argentinien-Team. 5 von 5, 97er Wertung, auch 5 von 5. Das heißt 10 von 10 und so kann man noch eine Folge perfekt beenden mit einem 10 von 10er Team hier. Also Respekt an diesen Teambesitzer hier mit Messi, Higuain, Di Maria, Dybala, Perez, Banega, Caballero, also... Stark, einfach nur stark. Messi ist auch drin, also wenn Messi drin ist, ist alles gut, Leute. Messi. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus an dieser Stelle. Haut rein. Und tschüssi natürlich und spannend nur auf FIFA Mobile, Leute. Wisst ihr, ich bin raus. Tschüssi.